Hey Freunde und herzlich willkommen heute mal wieder zur neuen Folge Minecraft Jump League auf dem mc.playminity.de Server. Heute eine ziemlich spannende Runde, leider nachkommentiert. Ich habe sie eigentlich live aufgenommen. Ich zeige euch hier mal kurz die Live-Aufnahme. Da rede ich auch. Aber leider hat das Mikrofon nicht aufgenommen. Keine Ahnung, was daran liegt oder war. Ziemlich lustig, ja, kauft man sich ein Mikrofon für rund 400 Euro mit Mischpult bzw. Interface. Und dann funktioniert es einfach nicht bei der besten Aufnahme, die ich bis jetzt hatte bei Jump League. Sei es drum, auch ziemlich lustig, hier mal meine Live-Reaktion. Ich habe nicht gesehen, dass Störzer mit dabei ist. Ein recht aktiver Zuschauer bei meinen Streams und deswegen war ich mir dann eigentlich auch schon sicher, dass es eine ziemlich heftige Nummer wird. Von dem her bin ich auch so ein bisschen, ja, safer gesprungen, aber auch so ein bisschen mehr tryhardiger. Ich habe das Ganze nicht eingefädelt, also er war rein zufällig da, wie man später auch noch bemerkt. Also das sieht man dann später bei der PvP-Phase noch. Da werden auch noch so ein paar Sachen passieren, weswegen ich diese Aufnahme unbedingt nehmen musste. Heilige Scheiße. Ich glaube, mich hat noch nie jemand so heftig getrollt und getriggert bei der PvP-Phase. Und von dem her, ja, genießt das Ganze mal so ein bisschen. Momentan sind wir bei Modul 3 von 6 Modulen. Die meisten werden es ja auch schon wissen. Ah, nee, das war sogar Modul 4, da bin ich ein bisschen schnell durchgejumpt. Bis jetzt noch mit 0 Jump-Fail, Störzer mit 1 Jump-Fail. Modul 5, ich nenne es einfach mal Library Tower, also einfach Büchereiturm. Da, wo ich mich eigentlich nie rumtümmel. Was ich auch schon gefragt werde, wie das denn beim normalen Jump League ist. Dort gibt es 10 Module. 4 easy, 3 medium und 3 hard. Bei Tri-Jump ist es ja beispielsweise so, dass es da 3 hard gibt, 3 medium, 3 easy und ein extreme Modul. Das ist halt hier so ein kleines bisschen abgeändert. Ich finde ein extreme Modul besser als beispielsweise 4 easy. Das ist so ein bisschen schwieriger dann, ja. So, das letzte Modul, Modul Nummer 6, ist einfach bloß so ein bisschen noch rumspringen auf so ein paar Stöckern. Ist eigentlich auch kein schweres Hard-Modul, muss ich sagen, sondern eher ein einfacheres. Von dem her habe ich mir da auch relativ einfach getan, hier lang zu springen. Und die letzten paar Sprünge schaffe ich dann eigentlich auch noch mit Bravour. Davor haben wir aber auch noch einmal hier gelootet. Full Eisen-Equipment hatten wir. Plus dazu noch die Null-Jump-Fails, wo man einen Dia-Helm und die Schuhe bekommt. Die PvP-Phase gegen Störzer, der dann erstmal ein Wow geschrieben hat für mein diamantenes Equipment. Ja, ich habe mich da leider beim ersten Kampf nicht so gut angestellt. Er hat auch so ein bisschen Glück gehabt, dass er mich da hinten reingehittet hat. Ich habe aber auch öfters veraimt. Habe dann eigentlich noch gut hier angekürzt gegeben, aber er hatte sehr, sehr gutes Equipment, für das er bei Modul 4 nur war. Oder 5, bin mir da nicht so ganz sicher. Zweite Runde PvP, da bin ich so ein bisschen mehr safe an die Sache rangegangen. Habe auch überlegt, ob ich da Cobwebs platziere, also Spinnenweben plus ein TNT. Und die zweite Runde war dann eigentlich auch so vom Angeln, von den Kombos her, ja, recht gut. Und deshalb habe ich die auch gewonnen. 1:1 dementsprechend. Dann die dritte Runde. Man muss sagen, dass dieser Server sehr buggy ist, das sieht man jetzt halt auch. Er wird nämlich immer unsichtbar. Das hatte ich davor auch schon bemerkt, ja, bei den vorherigen Runden. Hier sieht man es auch nochmal, er wird einfach unsichtbar. Ich konnte nichts machen, mein Pfeil ist einfach durch ihn durchgegangen. Ich schreibe dann auch, dass er unsichtbar wird. Er hittet mich dann, wo ich unsichtbar geworden bin. Er wird wieder unsichtbar, ich konnte wenigstens das Cobweb gut platzieren. Er hat dann mit der Angel ein bisschen rumgenervt und sehr, sehr, sehr lucky. Hittet er mich dann ins Cobweb rein, dass ich dann den TNT abbekomme. Ja, und dementsprechend stand es dann auch 2:2. Da er dann leider die ganze Zeit unsichtbar geworden ist, habe ich ihn auch geschrieben. Sagte er dann zu mir, er kennt einen Trick. Ich war natürlich ein bisschen skeptisch, aber da ich wusste, dass es ein Zuschauer ist, der auch schon öfters in meinem Stream war, habe ich ihm vertraut. Dementsprechend sagte er, man muss sich gegenseitig mit der Angel hitten. Ich habe gesagt, okay, weil ich wie gesagt ihn kannte und er bis jetzt immer recht nett zu mir war. Okay, er war dann neben mir und er macht den 31er-Move. Wird dann tatsächlich auch nochmal unsichtbar, konnte ihn dann auch nicht mehr hitten. Was soll man dazu sagen, Leute? Er schreibt dann auch noch GG, so geht das. Ich habe daraufhin dann noch ganz kurz mit ihm geschrieben, annickt, wo er dann sich entschuldigt hat, irgendwelche Ausreden kamen. Ich habe für mich entschlossen, dass ich die Stats nochmal abchecke von ihm. Er hat 34 Stunden in meinem Stream verbracht und ja, Mates, was soll ich dazu groß sagen? BB.
Sowas möchte ich nicht in meiner Community haben. Von dem her könnt ihr auch mal unten in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr davon so hält. Ihr habt das vielleicht das dazwischen nicht mitbekommen, aber ich habe dauerhaft geschrieben, du hast Bugs, du bist unsichtbar, ich kann dich nicht angreifen. Und es kam die ganze Zeit dann irgendwie nur so ein Scheiß zurück. Checkt gerne auch den Stream heute ab, würde mich auf jeden Fall freuen. Erster Link unter der Videobeschreibung für dich dazu und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah. Yeah, 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 yeah. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.